freut mich sehr, dürfen wir Sie hier interviewen. Sie werden im November am Swiss Link Kongress 2018 dabei sein. Sie werden dort eine Eröffnungsrede halten zum Thema Erfolgsmodell Schweiz Quo Vadis. Also wohin geht es mit dem Erfolgsmodell Schweiz? Wieso haben Sie sich für das Thema entschieden? Erstens interessiert mich das Thema selber stark, aber es ist zweifellos so, dass die Schweiz ein Erfolgsmodell hat. Auch von vielen anderen Ländern schauen wir zum Teil eher neidisch auf die Schweiz. Aber vor allem müssen wir uns auch damit auseinandersetzen, was hat denn uns erfolgreich gemacht und vor allem, wie sieht das in Zukunft aus? Also was kommt auf uns zu, dass wir sicherstellen können, dass wir auch morgen erfolgreich sind? Das klingt sehr spannend. Status quo. Also Sie haben es jetzt eigentlich schon angesprochen, Sie erleben die Schweiz als erfolgreiches Wirtschaftsmodell. Die Schweiz ist sicherlich erfolgreich, auch jetzt, wenn wir gerade aktuell schauen, auch der Wirtschaftsmotor brummt, die Exporte laufen recht gut, wir werden ein Wachstum haben, das über 2% wird sein, Ende dieses Jahr vermutlich ein leichtes Wirtschaftswachstum-Abschwung im nächsten Jahr, vielleicht so mit einer BIP-Entwicklung von etwa gegen 2%. Momentan ist der Schweizer Franken gegenüber dem Euro wieder stärker geworden. Das ist eher ein bisschen hinderlich, was die Exportwirtschaft anbetrifft. Aber sicherlich kann man sagen, insgesamt sind wir gut unterwegs in der Schweiz. Das freut mich sehr zu hören. Was macht denn die Schweiz und die Schweizer Wirtschaft so einzigartig? Es sind sicher viele Faktoren, die dazu führen. Also man sieht, die Schweiz ist seit Jahren Innovationsweltmeister. Also in diesen internationalen Rankings steht sie ganz weit oben. Auch was die Wettbewerbsfähigkeit anbetreffen tut, sind wir unter den Top 5 Ländern. Wir sind eines von den Ländern, die am stärksten globalisiert sind. Das bedeutet aber auch, dass für uns natürlich extrem wichtig ist, dass wir gute Rahmenbedingungen haben im Ausland, guten Zugang zu anderen Märkten. Die Schweiz hat immer einen recht liberalen Arbeitsmarkt gehabt, dass eine hohe Flexibilität ist für die Unternehmungen. Sie sehen, das ist so ein Puzzle von Erfolgselementen, die die Schweiz hat. Lean Management ist ein grosses Thema, dann auch am nächsten Swiss Lean Kongress. Das stammt ursprünglich auf Japan. Was können wir Schweizer dann von den Japanern lernen, punkto Wirtschaftlichkeit? Ich mag mich noch erinnern, während meiner Studienzeit, das ist schon einige Jahre her, hat man in Japan vor allem Qualitätszirkel kennt, oder Quality Circle, wie man das gesagt hat. Also das Element Qualität hat immer ganz grosse Bedeutung gehabt. So ein Nullfehler-Toleranz mit allen Pros und Cons, die das selbstverständlich auch hat. Und jetzt ist Japan sicherlich eines von den Ländern, wo ganz weit voran ist, was Digitalisierung von Prozessen im industriellen Sektor anbetreffen tut. Ich glaube, da kann man immer noch sehr viel lernen. Von Japan. Gut, jetzt, am Swiss Lean Kongress gibt es auch ein Thema, das ist Lean Leadership, sanft oder radikal. Sie sind ein Mann mit viel Führungserfahrung, auch in unterschiedlichen Betrieben. Was ist Ihre Meinung dazu? Sanft oder radikal? Wie führt man am besten? Ich glaube, das hängt sehr stark davon ab, wo die Unternehmung steht, was für eine Geschichte, was für eine Kultur das hat. Ich glaube, man kann nicht vergleichen, ob man eine Start-up-Unternehmung mit 20 Mitarbeitenden hat oder ein internationales Unternehmen mit 10.000 oder 50.000 Mitarbeitenden. Ich glaube, die Fähigkeit liegt vor allem darin, ausgehend von der Situation von der Unternehmung, ausgehend auch vielleicht von der Veränderungsbereitschaft, vielleicht auch von der Veränderungserfahrung, die eine Unternehmung hat, das entsprechende Lean-Management zu machen. Darum, ich glaube, es wäre nicht richtig, wenn man einfach sagen, Lean-Management, ein radikales, ist richtig. Also eine gute Führungsperson ist einfach auch flexibel. Wo sich situativ der Situation anpassen kann, das ist ganz entscheidend. Die Organisation hat ja nicht einen Selbstzweck, sondern muss schauen, dass die Veränderungsmöglichkeiten, die halt vermutlich schon immer stärker und schneller zunehmen, dass man denen kann gerecht werden kann. Ein anderes Thema, das wir werden haben, in einem Best-Practice-Beispiel, ist am Anfang tolle Erfolg, aber dann wie weiter? Jetzt nimmt es mich sehr wunder, Herr Karr, von Ihnen persönlich. Was ist ein Erfolg Ihrer beruflichen Laufbahn, wo Sie können sagen, da bin ich richtig stolz drauf? Ich glaube, da gibt es nicht einen, den ich erwähnen würde. Zumal es natürlich so ist, bei jeder meiner beruflichen Station, habe ich aus meiner Sicht zumindest, hat es einige Erfolge gegeben. Aber gleichzeitig muss ich sagen, auch Misserfolg. Das hat es in jeder beruflichen Station gegeben. Ich würde jetzt auch nicht eins speziell erwähnen diesbezüglich. Gut, und haben Sie Verschwendungen so gerade im Kopf, wo Sie sagen, das ist etwas, wo Sie immer wieder anlaufen, wo Sie im Alltag begleiten und eigentlich als Verschwendung deklarieren und gerne würden auf die Seite schieben können? Gut, es gibt sicherlich ein Thema, das betrifft uns alle, nämlich den
sorgfältigen Umgang mit den Ressourcen. Oder mit anderen Worten, ja, ich glaube auch mich ärgert es natürlich, wenn man unsorgfältig mit Ressourcen umgeht. Ich muss sagen, muss ich aber bei mir natürlich selber anfangen. Also auch ich habe Handlungsbedarf dort. Und das ist vermutlich eine der grösseren Herausforderungen, die wir ganz generell haben auf dem Planeten. Also wie können wir mit den Ressourcen sorgfältig umgehen? Was können Innovationen vor allem dazu beitragen? Dass man effizienter umgeht mit den Ressourcen. Aber eben, man muss bei sich selber auch anfangen. Herzlichen Dank, Herr Karrer. Sehr spannend von Ihrer Seite zu hören, was Sie für einen Blickwinkel haben als gestandiger Mann hier vom Economy Swiss Verband. Wir wären eigentlich am Schluss angekommen und ich freue mich sehr, dass wir Sie dann am 28. November auch am Swiss Link Kongress bei der Eröffnungsrede werden wieder sehen und hören. Danke, freue mich auf den Anlass.